Ich bin gespannt, wie es weitergeht. We all have secrets deep within. Memories we can never erase. Difficult experiences. It's just a distant dream of mine right now. But if we can just reach out to each other, even a little, we can tease out those delicate shapes. Then, with time, our bonds will grow stronger until one day. It's rising. We're getting more light. This is Colony Delta. That smoldering Cameron is valor. It's stuff for legends, but we can win. We're gonna make it. Consul, sir. Troops, full advance, and don't let up! Don't let a single life slip from your grasp! Listen here. You've done well to come this far. But now, smoldering Kamarabi takes the field. Es ist halt voll cool, wie er einfach so sein ganzes Lager geopfert hat, bevor er sich dachte, hey, vielleicht sollte ich mal in meine Mecha-Superform wechseln. Und einfach mal die Schlacht für mich entscheiden, so. Das ist halt... Das ist schon... You know? Everyone, fall back! Full retreat! We gotta leg it before! Will nicht sagen, dass das schon ein ziemlich beschissener Captain ist, aber irgendwie schon ein ziemlich beschissener Captain, so. So. Heidi, Milivani, danke für den Zap. Ja, das war jetzt einfach gefühlt tausende Leute opfern, damit man cool aussehen kann. Das ist halt schon so ein kleiner Dick-Move eigentlich. Das macht man nicht. Well, well. Smoldering Kamarabi. Your name is no mere affectation. Consul? No. You're...
Vielleicht schlage ich mich besser. Ich muss erstmal die ganzen Helden suchen, die ich verpasst habe. Okay, ich bin bereit. Dann nichts wie los. Wo geht Weg weiter? Wir sind ewig durch diese Stollen geirrt. Und dann gab es auch noch die lustige Rutschpartie durch den Fluss. Ehrlich gesagt habe ich komplett die Orientierung verloren. Seid unbesorgt. Ich habe von Commander Isurd die Daten der gesamten Umgebung übermittelt bekommen. Oh, nicht schlecht. Viele Wasser, das aus den Uraya-Bergen hier durchfließt, macht das Gelände unübersichtlich. Das viele Wasser. Bevor ich euch lang und breit die Daten erkläre, ist es einfacher, wenn ich euch hier durchführe. Alles klar, wir vertrauen dir da voll und ganz. Yep, du kriegst das schon von unserem Besten in Tyon. Wir sind hier auf der untersten Ebene des großen Wasserfalls. Zuerst einmal müssen wir die mittlere Ebene erreichen. Also müssen wir irgendwie über die Kolonie Lambda gelangen. Einfach gesagt, ja. Zur mittleren Ebene gelangt man nämlich nur außen herum. Alles klar. Reise geht weiter. Yeah. Kaliko, Finn, danke für die 11 Monate Treue. Konntest du alles, was du ihm sagen wolltest, mit Commander Isurd besprechen? Ja, im Großen und Ganzen. Also, dann ist das wohl erledigt. Gehen wir. Should be able to rest here. So, ich habe gerade gesehen, dass da hinten einfach übelst viel Tod abgeht. Daher gehen wir da kurz mal hin und sorgen mal dafür, dass die Dudes here we go, guys. In Rest piecen. Warum spiele ich eigentlich ihn? Warte mal. Ich habe gelernt, dass man die Charaktere auch im Kampf wechseln kann irgendwie. Okay, so mache ich einen Screenshot. Hä? Warte mal, wie geht das? Ich weiß, dass es geht, aber ich weiß nicht wie. Tipps? Kampf. Synchronisation, Synchrostufen, bla bla bla, Training, Lost-Klasse, Ethos-Klasse, bla bla bla. Kampfpositionierung? Nein. Angriff Rollenaktion? Nein. ZL halten und dann L und R, warte mal. Oh, das wird auch keinem erklärt, oder? Das ist auch so. Okay, cool. We're unstoppable with you around, Senna. I'm the girl with the gall. Come on, who else? Wird einem das irgendwann mal erklärt? Also, ich meine nicht so. You're gonna send them off, right? So, was kriegen wir hier? 100 Punkte. Wir nehmen die 100 Punkte. Here we go, guys. I'll follow your lead. No balls. What? I'll draw them. Smooth as always, Noah. Butterfly breath. Ja, okay, das Dashen habe ich durch Zufall herausgefunden, dass das funktioniert. It's a part
Aber das mit dem Dude wechseln, das habe ich erst irgendwo gelesen, dass das geht, weil irgendwer meinte, ja, warum wechselst du nicht einfach im Kampf die Charaktere? Und ich denke mir so, hä? Wie? Das wird einem nie erklärt, so. Ich finde das sehr unfair, dass mir das vorgehalten wird, dass ich das nicht weiß, wenn mir nicht eine einzige Person das jemals gesagt hat. So, warte mal kurz. Ist es das hier, was ich meine? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das hier ist das Wüstending, oder? Das hier ist das, glaube ich, nicht. Das hier müsste das sein. Ich glaube, wir müssen da hoch. Weil da ist ein Helden-Dude, glaube ich. Ich glaube, der war ganz cool. Und deswegen sollten wir uns den eigentlich mal holen. Vielleicht liege ich auch falsch. Wir werden es gleich sehen. Nee, sieht gut aus. Boah, ich habe irgendwas im Auge und das ist voll anstrengend. Oh, that's a rare one. Was denn? Achso, das war Supply Drop. Guess we'll clamber up here. A Supply Drop. What should we do? Spacey Kern, danke für deinen Sub. Ich muss gerade ganz doll überlegen, wie man in Final Fantasy X blockt. Das weiß ich auch nicht. Muss man das jemals machen? Muss man irgendwas blocken in dem Spiel? Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube, du musst da eigentlich nur... mit dem Steuerkreuz nach links oder rechts drücken, damit du mit dem Menü links und rechts gehst, oder? Dreieck einfach wohl. Echt? Krass. Das war super lange her, dass ich das gespielt habe. Es wird Zeit, dass ich alle Final Fantasy Spiele einfach nochmal durchspiele. Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde, daher wird der Stream nicht super lang, aber wir möchten, also ich möchte zumindest ein bisschen Fortschritt machen. Den Katzen geht's auch gut. Hey, Big Dude. Aha! Na bitte. Hey, what's this thing? No idea. Some kind of junk. Hey. Who's there? Hand it over. Noah, this guy. Yeah. He means business. Hurry it up. And by it, you mean this? Why would we ever hand it over to some knuckle-headed chump like... Huh? Guys! Weapons ready! I'll throw them! Shit, lad! Erstmal zum Schwanken bringen, dann ein gekonnter Rückangriff, damit wir mehr Schaden machen. Er greift doch einfach gar nicht an, kann das sein? Ah doch, er greift an. Alles gut. Komm hier. Wie er einfach konstant am Dodgen ist. Give it up! Just one! Let me kick you! Come on now! Where did that came from?
Chess und Fennec. Was geht ab? Voll cooler Angriff. Oh Mann, ich war gerade dabei. Oh, come on. Guy's got skills. I couldn't give an Arden's ass. He's gonna regret it. Guy needs a lesson. Just to be sure, there's no chance we could talk this over. Guess we can take that as a no, then. Hey, he's running away. Madman took a dive! Who in the world? Der Dude war auch alt, ne? Cavessi soldiers? Tell me. Have you seen a man in a mask? We've been looking for him. Wait. They're with a bunch of Agnians. Must be those Ouroboros we've been hearing about. Traitors to the crown. Huh? Since when did we ever? Oh, you think you can talk your way out of a righteous beating? Not today. Oh man. Today's really not our day, is it? Oh man! Das Wetter ist abartig. Das Wetter macht mich fertig und ich hoffe, mir geht's gut. Mir geht's gut. Und ich stimme zu, dass das Wetter einfach super scheiße ist, so. Es ist halt einfach so eklig warm. Weiß ich nicht. Das war letztes Jahr nicht so, oder? Das war nicht so krass, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich bin halt auch super wetteranfällig, tatsächlich. Und sobald es halt so von relativ mild zu krass heiß wechselt, ich hätte übelsten Kopfschmerzen und das stresst einfach ultra. Ich meine, gerade geht's, aber... Ich warte halt nur darauf, bis es wieder kühler wird und ich mir dann wieder denke, geil, erstmal wieder 3 Tage Ibuprofen schlucken, so. Komm schon. Ach, verdammt, Mann. Retreat! Fall back! What is with everyone? Yeah, it's getting kind of ridiculous by this point. We learned something pretty interesting, though. Yeah, they said they'd been looking for the man we fought against earlier. I wonder what happened. If Kevez is after him, then maybe he wasn't our enemy after all. I'll remind you, he did attack us, mate. Yes. That does make it hard to classify him as an ally. Some kind of deserter, perhaps? Hey, if he jumped in the river, he'll have been carried downstream. We could try and catch him at the bottom, figure out what's what. He may yet prove hostile, though. If he does, then we whack him. And if he doesn't, we listen to what he says. Great plan, or what? Does that qualify as a plan to you? A plan takes forethought and planning.
What you did is post hoc rationalize your own... What do you think? Let's go and see. Okay, cool. Dann folgen wir mal den Spuren, aber eher den Spuren zurück. Nein, wir müssen da runter. Okay, kann ich einfach da runterhüpfen? Nein, wir müssen nach da. Kann ich da einfach runterhüpfen? Ja, das geht. You want me to leave? So fühle ich mich auch jeden Tag. Galactic Frost, danke für dein Sub. Boy ist wieder da, lange nicht gesehen. Ja, ich war beim CSD und dann war ich so tot und kaputt, dass ich einfach nichts hingekriegt habe für ein paar Tage. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe an einem Mario Kart Video gearbeitet und das ist tatsächlich ganz cool geworden, finde ich. Daher, ich war produktiv. Außerdem habe ich an den Gameboys gearbeitet. Und ey, ich möchte nur kotzen mit diesen Gameboys. Ey, das ist so anstrengend zurzeit. So, ich habe halt 5 bestellt. Einer davon geht einfach nicht. So, der funktioniert straight up einfach nicht. Der geht nicht an, so. Das ist voll super. Hab so gemacht, was ich konnte, um das irgendwie zu fixen, was aber auch nicht so viel gebracht hat. Das heißt, jetzt darf ich 9 sourcen. Was aber auch nicht so schlimm ist, weil ich eh erstmal noch 95.000 Teile bestellen muss, weil die alle nicht ankommen. So, eins wurde aus China letztens erst losgeschickt. Eins liegt einfach seit 2 Wochen beim Zoll und kommt nicht voran. Ein anderes kam einfach gar nicht an, weil DHL mir einfach nicht sagen konnte, wo sie es hingeschickt haben. Also in welchem Paketshop das einfach liegt. Das heißt, das ging wieder nach Großbritannien zurück. Das durfte ich jetzt nochmal bestellen. Was zum Fick, Alter. Das ist so ätzend, Mann. Tatsächlich war ich nicht beim Friseur. Ich schneide mir die Haare selber. Das ist halt ein bisschen ätzend, weil ich wünschte, ich könnte es nicht. Dann könnte ich wenigstens sagen, boah, ich habe keine Lust zum Friseur zu gehen. Jetzt lasse ich meine Haare lang wachsen, was ich eigentlich echt mal cool fände. So einfach so ein Man-Bun wieder zu haben, aber halt so mit komplett langen Haaren überall. Nicht nur mit einem Undercut. Aber ich denke mir die ganze Zeit so, das sieht so scheiße aus. Ich will diesen Mittelteil nicht haben, wo du einfach kacke aussiehst ewig lange. Also kämpfe ich jeden Tag mit mir, dass ich mir nicht einfach die Haare abrasiere. Das habe ich leider nicht geschafft. So, ich habe mir irgendwann gesagt, so fuck it, Mann. Das ist so ätzend mit der Wärme die ganze Zeit. Ich schneide sie mir jetzt einfach ab. Und dann, ja, habe ich das einfach selber gemacht. Also ich mache das seit 10 Jahren selber. Daher, ich würde nicht sagen, dass ich ein Friseur bin. Aber ich weiß, wie ich mir meine eigenen Haare schneide, dass es einigermaßen okay aussieht. Eine weitere Sache, die ich anscheinend kann, so ein bisschen zumindest. Schön ökologisch zurückgeschickt. Ja, der Witz ist halt auch, ich habe bisher auch noch kein Geld wiederbekommen, so. Das ist halt so. Ich meine, das waren 60 Euro, die ich dafür ausgegeben habe. Und, ja, von denen habe ich bisher nichts wiederbekommen. Oh, okay. Daher mal schauen, ob ich die jetzt einfach verloren habe. Ob die mich nochmal anschreiben, das Paket nochmal losschicken. Ich bin gespannt, so. Ich mache einfach 3 Kreuze, wenn diese Bestellrunde an Gameboys alle weg sind. So, es ist echt super anstrengend und ätzend. Und das macht gerade nicht so viel Spaß. So, alles, was ich halt möchte, ist, dass ich den Leuten so ein cooles Gerät zusammenbauen kann und die Leute sich dann darüber freuen können und sagen können, boah, das ist halt voll cool. Und gerade kann sich halt keiner freuen. Das heißt, ich bin unglücklich.
Das hier nehmen wir mal mit. Ich bin mir sicher, wir können die, die XP gebrauchen. Ah, verdammt. Ja, danke für den Sub. Hey, Figo. Vielen Dank, deiner Review auch gekauft. Das freut mich. Ich hoffe, du hast sehr viel Spaß damit. Ich hab's auf jeden Fall. So, dann werden wir den gleich einfach mal ins nächste Jahrtausend schießen. Okay, das reicht. Jetzt habe ich Angst. Ich sage ja. Passt schon. Sick. Hau raus, Mädchen. Klappt schon, oder? Shit. Fuck it. Ach, come on. Wir brauchen mehr Heiler. Ah, sick, dann können wir zumindest das hier machen. Los geht's. Hau raus, Mädchen, hau raus. Jetzt können wir auf jeden Fall Stress machen ohne Ende.
Tada! Sick. So, direkt mal wieder rauszoomen, damit wir gleich wieder sehen, wo zur Hölle wir eigentlich wieder lang müssen. Schon hier, oder? Nee, anscheinend nicht. Aber eigentlich schon. Oder? Das ist schon, dass wir hier lang müssen. Aha. Finally. You're not getting away this time. I thought you might throw me down. I didn't think you'd be so kind as to bring me my prize as well. What? Bit heedless of you, don't you think? Ouroboros. Huh? Wait, how does he know about us? Yeah, fishy. What are you all about then? I don't think I need to answer now. There were Kvesi troops looking for you. Come on, throw us a bone here. Look. We want to talk. If you could just open up a bit. Okay. Let's start with names. Ours are... Don't need them. Stick to the point. The Kvesi are after you, right? If you tell us what that's about, we... You do what? Huh? It's nothing that concerns you. Right. Er ist einfach Batman, Alter. That's something. Are you our enemy? Still keeping mum? If you stop prying, we'll have no reason for hostilities. Says the guy who lashed out at us before. Yeah, not buying it. Oh, for Spark's sakes, use your snuffing words! Uni, chill. I hate people who won't say what they mean! Oh, this guy's flipping all my switches! Did you or did you not attack us just because you felt like it? Answer! It was just a warning. You neither need nor understand that thing that you have there. Don't you stick your necks where they don't belong. What, so you're going to attack us again to get your hands on it? I told you clearly. Stop crying and we won't have to fight. So you need this thing then? Well... So... Does that mean you're... Wait. It seems you were followed. Followed? By who? Them again. Ha! We found you! I knew you were in cahoots. What? Stop being wrong! Now look what you've got us into. This blunder is entirely on you. But I'll lend you clean up. Wipe them out. Hang on, Alevnis. This mother does nothing by halves. What are you mumbling now, traitors? Not that I care, actually. Get them! Starbuck, danke für den Sub. Und Schulzmax ebenfalls. Vielen, vielen Dank. Ich habe mir letztes Resident Evil Raccoon City Edition gekauft. Was ist denn die Raccoon City Edition? Oh, ist das irgendwie Resident Evil 2 und 3 Remake in einem Paket oder sowas? Die ganze Quest ist gerade so ein bisschen Small Brain Energy. Weißt du, der Dude sagt denen einfach nur, hey, gib mir das Item, ihr könnt es eh nicht benutzen. Ihr habt gar keine Ahnung, was das ist. Und die sind alle so,
sag uns, was dein Deal ist. Du wirst doch auch verfolgt. Jetzt sag uns, warum du verfolgt wirst. Und er ist einfach nur so, oh. Also, ich bin gerade voll auf seiner Seite, Alter. Also halt, gebt ihm doch das Ding einfach, wenn er es so unbedingt möchte. Und, weißt du, er kann ja einfach sagen, hey, wenn es euch so wichtig ist, dann sagt mir doch, wofür ihr es braucht. So, und dann soll er sagen, wofür er es braucht. Und offensichtlicherweise hat er ja mehr Sinn, also mehr Nutzen von dem Ding als die. Und weiß ich nicht. Alles ein bisschen strange mit dieser Quest. It'd be nice not to get wrapped up in any more scuffles. So why were those not after you anyway? Is it because of his sparkling personality? Perhaps so. Oh, so now you acknowledge it. You can hold on to that. You mean... That shard from earlier. So you don't need it after all? I never said that. But I can't be bothered trying to convince you. Right. Based einfach. People is just such a chore. In time, you will discover its purpose. But if you were to abuse it, I may have to dispose of you. It seems you can use your heads, even if just a little. I will choose to trust in my late friend's words. Gee, that makes us feel a lot better. I meant what I said. So now what? What will you do after this? Save your breath, Mio. It's not like he'll answer you anyway. I have something to take care of. Oh, so you'll answer her? Even sollen offen so scheiße zu sein? Was ist denn da los? Alright, well, that's the end of that then. Your life, your choices, man. Hey. What now? Don't die, you lot. Huh? If you need me, you can call me. I'll assist. That's rich coming from a guy that just tried to kill us. It was a warning. And a small test. What's this crap now? Honestly, I don't get this dude. I simply followed my friend's request. And your friend, that'd be who? When you say you'll help us, we can just take you at your word. Either way, I can't have the bearers of that thing running around unsupervised. Doesn't exactly inspire confidence. But hey, he's strong, so that's something. That's an awfully kind offer there, mister, but we don't even know what to call you. About time we got a name, don't you think? Whoa, hey, stop right there! Your name, Spock, you spill it! Gray. Call me Gray. Is there Xenoblade 2? Stuff if I know. Although he didn't look like a bad... I guess he kind of did look like a bad guy, huh? There does seem to be more to this story than we've seen so far. Just no fighting him again, please. Yeah, seconded. Punching his kind's not even all that satisfying. Gray, huh? Okay, das Quest war bei weitem nicht so lang, wie ich gedacht habe. Ja, das war so ein bisschen... Das war so ein bisschen... Weiß ich nicht. Das war ein bisschen komisch irgendwie. Ich meine, dass er die angegriffen hat, war so ein bisschen... War jetzt nicht unbedingt geil, aber die sind... Dass die ganze Zeit so mega scheiße drauf sind. Das ist halt... Das ist halt so... Meine Fresse, weißt du, wäre ich der alte Dude und die würden die ganze Zeit so shit-talken zu mir, hätte ich auch keinen Bock auf die. Da kann ich den halt voll verstehen, Mann. Das ist halt schon so ein bisschen... Hui. So, warte mal. Wir können, glaube ich, sogar noch einen Dude bekommen.
Das war doch, wenn wir... Warte mal kurz. Ich weiß nicht, wie das über diese Quick Map geht. Wenn wir hier hingehen, oder? Da war doch irgendwo so ein Weg, wo wir lang gehen nicht sollten. Und dann war da wahrscheinlich auch irgendwas, oder? War das nicht hier? Irgendwie so. Je nachdem, wann ich die Quest im Storyverlauf mache, verläuft sie anders. Echt? Das ist cool. Das wusste ich nicht. A supply drop. Schauen wir später mal. Oh, warte, wir haben eine neue Klasse, oder? Charaktere, Klasse. Ist Juni zufälligerweise schon Level 10? Perfekt. Dann können wir doch das hier mit ihr machen. Generell haben wir, glaube ich, ein paar Level 10er, oder? Tatsächlich gar nicht so viele, wie ich dachte. Krass. Better give it a good once over. I'll do my best. Supply drop. Looks like we might get lucky. Er ist auf jeden Fall alt und das ist auf jeden Fall aufregend. Ich wette, da kommt noch irgendwie was Interessantes mit dazu. Das sieht hübsch aus hier. Aber ich glaube, hier sollte ich noch nicht sein. Ah! Get away! Ah! Strong enemies. I don't care, wir laufen weg. Oh Gott, nicht darunter. Hier muss irgendwo noch so eine Kolonie sein, wo noch so ein Dude rumdudelt. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Oh, shit. Ups. Ich glaube auch, das muss in dem früheren Gebiet sein. Das kann nicht hier sein. Es kann nicht dort sein, wo Level 43 Gegner rumrennen. Ich glaube, das ist noch... Das ist ein bisschen zu cray-cray so. Das ist ein bisschen zu hart. Andererseits kann man hier wahrscheinlich gut Umgebungs-EXP bekommen. Daher bin ich gespannt, was ich hier so finden kann. Und das sieht voll schön aus. Ist voll hübsch so mit den ganzen Flugdingern hier. Mit den ganzen Aether-Streaks und den ganzen Rotzfaden, die da so runterhängen. Das ist schon echt hübsch geworden. Ich wette, das sieht nachts übelst schön aus. Warte mal. Sag ich doch. Mega hübsch. Ich glaube, hier werde ich mich nicht einmischen. 37 ist mir, glaube ich, doch ein bisschen zu hoch. Also 37 ginge vielleicht mit Glück. Weiß ich nicht. Traue ich mich nicht. Einfach 1115 XP dafür, dass ich hier langlaufe. What the fuck, so. Das ist schon ein bisschen cool.
I'm just gonna lie here and you can't stop me. All charged up and ready to go. Sogar mit diesem crazy schwarzen Nebel. Reden ist schmierig. Ich habe, glaube ich, bisher nur den einen Dude freigeschaltet aus Kolonie 9. Der mit den Flügelchen am Kopf. Konnte ja keiner ahnen, dass du die Helden richtig suchen musst. It's another thing to see it for yourself, eh? Look out! Careful, everyone! Shit. Time to die. Nein, nicht Juni. Ah, sick. Yeah, oh no. Ah, jetzt geht's aber los hier. Oh, come on, man hätte easy zu einem anderen Charakter wechseln können. Aber gut, hier sollten wir sowieso noch nicht sein, offensichtlicherweise. Aber schön, dass wir ungefähr 2000 XP sammeln konnten. Hier ist irgendwo irgendwas, oder? Meint ihr das hier? Also, bezüglich der Helden. Bisher habe ich die alle. Wie gesagt, mir fehlt halt hier zwischen, glaube ich, einer. Und der war ja aus irgendeinem Dingens, was ich noch nicht gefunden habe. Aus irgendeinem Lager, was mir fehlte. So, warte mal. Frontalangriff. Okay. Und das andere ist Rückangriff. Hau raus. Oh, okay. Ah nee, alles gut. Wir haben noch welche hier. So, warte. Oh, shit. So, bevor er schrecklich sie gleich drauf geht. Yippie! Best Girl einfach. Hau raus, Mädchen. Sick. Gib mir die XP. Oder die TPR. Ach komm. Butterfly.
Ich hatte voll den Ohrwurm die letzten Tage von dem Chain Attack Song. Also die ganze Zeit wache ich nachts auf und bin dann so. Und ich denke mir die ganze Zeit nur so, oh mein Gott, ich möchte, dass es aufhört. Das ist so furchtbar die ganze Zeit. Aber naja. Das war nicht so gut, glaube ich. Okay, das war besser als ich dachte. Hau raus, Mädchen. Let's go. Keine Ahnung. Ich glaube, er und Senna waren ja irgendwie ein Pärchen. Also von daher wird schon passen. Ich bin unglaublich traurig, dass niemand in diesem Spiel einfach mal I'm really feeling it sagt. Yippie! Ach, sie ist so wundervoll. So, dann noch mal von 99 hoch. Und dann schauen wir mal, was du zu bieten hast. Prozent XP ist schon ganz angenehm. Something so valuable here. Such is the officer's duty. Worum er steht. Das ist cool. This could be dicey. This is rough, but we got no choice. Stay alert and alive. Das ist noch Level 26, daher wird das wahrscheinlich jetzt nicht so mega krass, aber. Schön, dass ich anscheinend ein Areal gefunden habe, in dem ich einfach auch noch nicht war. Hey Links, was geht ab? Off you go! No way!
Ich meine. Ach, come on! Ich wollte jetzt. Ach, come on, dude! Da will man schon mal cool sein und einfach so ein Stufe 3-Ding machen und dann in die Chain Attack rein und dann ist er einfach tot, so. Und deswegen können wir keine schönen Dinge haben.